Mit einer Länge von 337 Metern und 20 Decks ist die AIDA Cosma gemeinsam mit ihrem Schwesterschiff AIDA Nova das bisher größte Schiff der Kusmun-Flotte. Im Frühjahr 2022 ist der Neubau aus der Meierwerft Papenburg erstmals mit Gästen in See gestochen und verspricht im Vergleich zu ihrer Vorgängerin einige Neuerungen im Bereich der Kulinarik, Freizeitgestaltung und beim Schiffsaufbau. Im Kern ist die AIDA Cosma aber weiterhin ein Schiff für Familien und in diesem Video möchte ich euch kurz und kompakt die Highlights und Unterschiede zur AIDA Nova vorstellen. Die auffälligste Neuerung zu ihrer Schwester befindet sich im Heckbereich der AIDA Cosma. Dort wurde der Activities-Bereich vor Elements wegrationalisiert und durch das Ocean Deck sowie den Fun Park ersetzt. Ersteres ist eine klare Verbesserung, da es nun endlich mehr Außenbereiche auf dem Schiff gibt und gleichzeitig auch ein Wiedersehen mit altbekannten AIDA-Highlights wie der Ocean Bar, einer kleinen Bühne für musikalischen Unterhaltung und dem brandneuen Infinity Pool gibt. Von dort habt ihr dann auch einen genialen Ausblick auf das Meer. Den wohl schönsten Ausblick auf dem Schiff könnt ihr allerdings in unseren Augen vom Ocean Viewpoint genießen. Dieser ist noch einmal ein paar Treppenstufen weiter oben gelegen und bietet einen freien Blick auf das Ocean Deck und das Meer. Nicht zu verachten und mit einer sehr coolen Aussicht versehen sind die beiden Infinity Walks an Steuer- und Backbordseite des Schiffes. Natürlich wurden aber auch die Kids auf AIDA Cosma nicht vergessen. So dürfen diese sich nun im Funpark austoben. Dieser bietet in seinen Außenbereichen zwei kleinere Boulderwände, an denen ihr ohne Sicherung klettern könnt, eine witzige Hängebrücke und einen Indoor-Spielplatz für die jüngeren Kreuzfahrer, die sich hier perfekt in kleineren Kletter- und Hindernisbereichen kostenfrei austoben können. An Action dürfte es jedenfalls nicht fehlen. Ja, und wenn die Kleinen auch mal ins kühle Nass wollen, gibt es obendrein einen kleinen Wasserspielplatz mit Wasserrutsche und Planschbecken im Außenbereich. Ebenfalls in dem Heckbereich integriert sind auf AIDA Cosma die Rutschen. Diesmal stehen euch drei Rutschen zur Auswahl, die allesamt kostenfrei genutzt werden dürfen. Im AIDA Racer könnt ihr sogar mit einem Freund um die Wette rutschen und eure Bestzeit messen. Weiter geht es mit dem Wasserspaß und da biegen wir direkt in den Beach Club ab. Diesen Bereich kennt ihr eventuell schon von AIDA Perla, Prima oder eben auch AIDA Nova. Auf AIDA Cosma ist dieser Bereich nun leicht anders gestaltet, so wird der Pool nun nicht mehr von einer Brücke überspannt, sodass das Sonnenlicht dann auch direkt auf diesen durch das Foliendach scheinen kann. Richtig gehört, der Beach Club ist quasi ein Bereich an Bord, an dem ihr 365 Tage im Jahr angenehme Temperaturen genießen könnt, auch wenn es beispielsweise jetzt regnet oder keine Sonne am Himmel zu sehen ist. Am Abend finden im Beach Club zudem immer wieder coole Partys wie beispielsweise die Silent Disco statt. Ja, und ebenso findet ihr die berühmteste Bar auf den Weltmeeren mit der sternförmigen AIDA Bar hier. Gerade für Familien ist dieser Bereich sicherlich ein schöner Anlaufpunkt. Ich persönlich finde es am Tag leider etwas zu laut und stickig, aber das ist am Ende rein subjektive Wahrnehmung. Wenn ihr wie ich lieber an der frischen Luft in den Pool gehen möchtet, gibt es überall auf den Außendecks verteilt kleinere Whirlpools und auch Infinity Pools. Ein kleiner Geheimtipp ist dabei noch der Pool nahe der Ocean Bar. Dieser ist vergleichsweise nicht ganz so stark umlagert und ihr könnt auch ein ruhiges Plätzchen zum Entspannen finden. Wem das Pooldeck am Ende dann doch etwas zu trubelig ist, für den bietet AIDA Cosma auch einen großen Wellnessbereich, der allerdings aufpreispflichtig ist. So habt ihr beispielsweise die Möglichkeit, private Momente in einer von zwei Wellness-Suiten zu genießen und dabei mit eurem Partner die Sauna, eine private Veranda und ein Wasserbett sowie eine Indoor-Wanne auszuprobieren. Etwas kostengünstiger ist da das Organic Spa, welches in verschiedenen Tarifen gebucht werden kann. Hier findet ihr Saunen, In- und Outdoor-Pools und zahlreiche Liege- und Entspannungsmöglichkeiten, sowohl an der frischen Luft als auch in den Indoor-Bereichen. Gerade an einem Seetag finden wir diesen Bereich immer sehr angenehm, um einfach mal die Seele baumeln zu lassen und das Meer zu genießen. Von der Gestaltung her ist dieser Bereich im Übrigen komplett identisch mit dem Wellnessbereich auf AIDA Nova. Ebenfalls identisch zum Schwesternschiff ist das benachbarte Body & Soul Sport. Hier könnt ihr in In- und Outdoor-Bereichen an Sportgeräten die Urlaubsfunde abtrainieren oder aber mit eurer Familie eine Partie Minigolf auf dem Außendeck spielen, was ebenfalls an einem Seetag eine sehr schöne Idee ist. Wer lieber Ballsportarten mag oder sich ja, beim Fit for Drums austoben möchte, der wird auf dem Sportaußendeck auf Deck 18 fündig.
Im Zentrum des Schiffes auf Deck 6, 7 und 8 befindet sich ja das Herz des Entertainments mit dem Theatrium. Hier finden allabendlich die Primetime-Shows statt und es gibt immer wieder musikalische Darbietungen von Künstlern oder eben dem AIDA-Show-Ensemble zu sehen. Rund um das Theatrium gibt es zudem einige Bars und Cafés sowie sehr schöne Sitzmöglichkeiten, um sich am Nachmittag beispielsweise bei einem leckeren Stück Kuchen auszuruhen. Den altbekannten Nachteil des Theatriums gibt es allerdings auch auf AIDA Cosma. Ja, bei beliebten Programmpunkten ist es unglaublich schwer, einen Sitzplatz zu bekommen, wenn man nicht zeitig oder ja teilweise deutlich vor Beginn der Show eintrifft. Als Alternative empfiehlt sich da, wie schon auf AIDA Nova, das TV-Studio X auf Deck 6. Hier werden an fast jeden Abend coole Mitmachshows live produziert und ihr könnt euer Geschick oder auch Wissen in Formaten wie beispielsweise Wer wird Millionär unter Beweis stellen. Die Disco The Cube war während unserer Reise leider wegen Corona geschlossen, dafür gab es als Alternative die Rockbox Bar. Hier werden typische Rockmusikstücke gespielt und ihr könnt Fingerfood bei leckeren Cocktails snacken. Besonders wichtig für Kreuzfahrer ist natürlich auch die Kulinarik und da hat AIDA Cosma wirklich einiges zu bieten. Angefangen bei der Streetfood-Meile, auf der bis Mitternacht Currywurst, Döner und Co. angeboten werden, gibt es zahlreiche Buffet-Restaurants mit Klassikern wie dem Marktrestaurant, dem Belladonna oder dem schönen Yachtclub-Restaurant. Die Auswahl in den Buffet-Restaurants ist zu jeder Mahlzeit umfangreich und auf die gesamte Familie zugeschnitten. Besonders schick finden wir beispielsweise auch das East-Restaurant, welches asiatische Küche bietet und meist auch nicht ganz so doll frequentiert wird. Wenn wir gerade bei der asiatischen Küche sind, lohnt es sich auch ein paar Schritte weiter an Bord zu gehen, denn es gibt auf Deck 6 noch das Sushi-Haus, den Teppanyaki-Grill und auch das Hotpot-Restaurant. Alle drei sind Aufpreisangebote an Bord, lohnen sich aber allesamt auf ihre Art und Weise, da es einfach ein sehr spezielles kulinarisches Erlebnis dort gibt. Eine besondere Empfehlung gilt an dieser Stelle auch der Tokyo Bar, die exklusive asiatische Cocktails bietet. Ganz neu auf AIDA Cosma sind hingegen die beiden Restaurants Mamma Mia und das Beach House. In beiden Restaurants werdet ihr am Platz bedient und die Speisen sind im Reisepreis inklusive. Getränke müsst ihr hingegen bezahlen. Während ihr im Mamma Mia dann die italienische Küche genießen könnt mit Pasta und Pizza, dürft ihr im Beach House leckere Crossover-Gerichte und teils sommerlich leichte Küche genießen. Beide Restaurants sind auf alle Fälle eine gute Neuerung und sollten von euch einmal während einer Reise besucht werden. Ein kleiner Geheimtipp von uns ist zudem der Barbecue-Grill. Dieser ist gar nicht so leicht zu finden und liegt im Außenbereich des Brauhauses. Die Speisen waren qualitativ wirklich super und bei schönem Wetter sitzt ihr hier perfekt mit Meerblick. Weitere kulinarische Highlights an Bord wären dann noch das French Kiss und das Ocean Fish Restaurant, die beide mit sehr guter Küche punkten können. Familien können sich zudem im Time Machine Restaurant auf eine kleine Zeitreise begeben und neben einer unterhaltsamen Vorführung ein leckeres Dreigangmenü genießen. Weiterhin gibt es auf AIDA Cosma natürlich auch die Eisbar mit leckerem selbstgemachten Eis, das Best Burger at Sea oder auch das Familienrestaurant Fuego. Letzteres ist sogar noch einmal in der Größe angewachsen. Ich hoffe natürlich, dass euch dieser kleine Ausflug an Bord von AIDA Cosma gefallen hat und ihr so einen guten ersten Eindruck erhalten habt, was euch an Bord alles erwarten wird. Mich würde natürlich auch interessieren, wie euch das Schiff gefällt und was eure Highlights sind. Wer mehr rund um das Kussmundschiff erfahren will, dem empfehle ich auch sehr gern mal einen Blick auf unsere Vlog-Reihe zu werfen, die Taufreise von AIDA Cosma von Hamburg bis nach Palma de Mallorca behandelte.